Hallo und recht herzlichen Dank dafür, dass ich zu euch reden darf. Im Netzbereich wirken ja die DDR-Strukturen bis heute fort. Berlin ist eine Insel mit 280 KV-Leitungen, jeweils eine nach Osten und Westen mit Brandenburg und dem Rest von Deutschland verbunden. Und möglicherweise hat diese Insellage im Strombereich auch dazu geführt, dass bis heute es auf politischer Ebene keine Anstalten gibt, eine gemeinsame Energiestrategie für Berlin und Brandenburg zu verabschieden. Auf wirtschaftlicher Ebene gibt es aber diese gemeinsamen Energiestrategien. Vattenfall ist der Stromproduzent aus Kohle in Brandenburg und er ist gleichzeitig euer Grundversorger. Die Gasag betreibt Biogasanlagen in Rathenow und Schwedt und ist bei euch der Gasversorger. 50 Hertz betreibt das überörtliche Netz und ist in beiden Ländern aktiv. Auf wirtschaftlicher Ebene werden natürlich Strategien entwickelt. Und Vattenfall verbrennt zum Beispiel organische Abfälle aus Berlin im Kohlekraftwerk Jenschwalde und verkauft es dann wieder als zertifizierten Ökostrom zurück an die Berliner Verbraucher. Und ich denke, allein dieses Beispiel macht deutlich, dass wir eine gemeinsame Energiestrategie brauchen und es nicht nur Vattenfall überlassen dürfen. In Brandenburg diskutieren wir gerade eine Energiestrategie 2030 der Landesregierung, die beinhaltet den Aufschluss neuer Tagebaue, die beinhaltet Planung für ein neues 2000 Megawatt Kraftwerk auf der grünen Wiese. Und da haben wir, die Berliner Fraktion und die Brandenburger gemeinsam gesagt, das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Wir müssen zeigen, dass Berlin und Brandenburg vollständig zu 100% aus erneuerbaren Energien versorgbar sind. Und haben das Limoin-Institut beauftragt, hierfür ein Szenario auszuarbeiten. Szenario heißt zunächst einmal nicht, dass es die Energiestrategie ersetzt, sondern dass es die Grundlage für eine Energiestrategie ist. Und für den Strombereich liegt diese Studie inzwischen vor und die Ergebnisse ganz kurz referiert. Wir werden in der Lage sein, bis zum Jahr 2020 80% der Stromversorgung in Berlin und Brandenburg aus Erneuerbaren sicherzustellen und bis 2030 zu 100%. Allerdings, und das macht die Verzahnung zwischen Berlin und Brandenburg deutlich, wird Berlin nicht in der Lage sein, sich selber zu 100% aus Erneuerbaren zu versorgen. Allein mal, um die Dimension deutlich zu machen, ihr habt momentan 2 Megawatt installierte Windenergieleistung, Brandenburg 4.500 und wir brauchen 11.840 und es ist völlig illusorisch, dass so viele Windenergieanlagen hier errichtet werden. Und auch im Photovoltaikbereich, Berlin 40 Megawatt, Brandenburg 1.240, werden wir auf über 6.000 ausbauen müssen. Auch das wird nicht allein Berlin bringen können, sondern es wird auf diese Verzahnung ankommen. Und ihr habt natürlich als Großstadt, als Energieverbraucher primär den Auftrag oder die Sorge, Energieeinsparungen zu erbringen, dafür zu sorgen, dass im Wärmebereich tatsächlich Substanzielles passiert. Aber ich glaube, Berlin ist überfordert, wenn eine Strategie hier aufgezogen werden sollte, die darauf abzielt, hier 100% mit Erneuerbaren im Strombereich zu erzielen. Aber, und ganz kurz in der letzten Minute, was mir sehr wichtig ist und wo die Verzahnung auch zentral wird. Es gibt die Technik, die ist jetzt in den Kinderschuhen, aber wir gehen davon aus, bis 2020, 2025 wird sie sich durchsetzen, aus Wasser und CO2 künstliches Erdgas zu produzieren. Das Ganze nennt sich Methanisierung. Für dieses Erdgas stehen Pipelines schon bereit und Berlin hat einen Erdgasspeicher. Der Grunewaldspeicher mit 10% des Grunewaldspeichers würden ausreichen, auch eine mehrwöchige Windflaute in Berlin und Brandenburg problemlos zu überbrücken. Das erfordert natürlich auch, dass entsprechende Gaskraftwerke zur Verfügung stehen und auch die sind in Berlin vorhanden, sodass wir also nur als Berlin und Brandenburg gemeinsam in der Lage sein werden, aus der Braunkohle auszusteigen und vollständig auf die Erneuerbaren umzusteigen. Jetzt habe ich noch 30 Sekunden und von daher sage ich einfach, die Berliner und die Brandenburger Fraktion hat schon einiges auf den Wege gebracht im Bereich der Energiepolitik. Wir sind gemeinsam aktiv geworden gegen die Atomstrompläne Polens und jetzt werden wir gemeinsam aktiv gegen die Braunkohlepläne Brandenburgs und ich denke, da sind wir alle zusammen auf einem guten Weg. Recht herzlichen Dank.